Oh, Stefan Nintendo am Start. Heute mal wieder bei Zelda A Link to the Past auf der Super Nintendo. Yeah! Beim letzten Mal sind wir bei Aghanim stehen geblieben, haben ihm das Handwerk gelegt, konnten ihn besiegen und jetzt werden wir zum Dungeon in der Schattenwelt gehen, weil wir sind. Aghanim hat uns in der Schattenwelt beschwört. Und genau. Dann fangen wir mal an, Leute. So, jetzt sind wir immer in der Pyramide. Aber durch den Spiegel können wir auch zurück. Also je nachdem, wo wir immer landen. Wir machen jetzt mal zum Beispiel, sind wir hier. Das ging jetzt natürlich nicht, weil direkt an der Türe kann man nicht. Da müssten wir jetzt beziehungsweise ein Stück runter. Das nochmal draufdrücken. Und voilà, Leute. So, okay. Aber da müssen wir eigentlich nicht hin. Genau, das Master Schwert haben wir auch geholt. Ah, jetzt dachte ich, das klappt wieder nicht. Okay. Und wir sind kein Hase mehr, weil wir die Mondperle haben. Die ist, genau, die ist jetzt hier unten, wo die A-Schablone ist. Also hier halt, ne? Ah, fuck. Bin ich weg? Also hier halt das, ne? So, und was haben wir noch? Wir haben das Erdmedaillon, das können wir nochmal schnell einsetzen. Verbraucht halt ein bisschen viel Magie. Brauchen wir, glaube ich, später auch beim siebten Dungeon. So, ansonsten war's das. Ich habe immer versucht, bei der Hexe dieses Puder zu holen. Da erkundige ich jetzt mich mal, wie das funktioniert. Genau, und die Gegner sind hier ein bisschen stark geworden. So, ich habe jetzt ein bisschen die Lautstärke noch hoch gemacht. Okay. Ja, mal schauen. Gut, der bräuchte jetzt eine Wirbelattacke. Zum nächsten Herzteil brauchen wir noch drei Stück. Dann haben wir jetzt 2, 4, 6, 8, 9. Haben wir schon das 10. Herz, das ist gut. Und auf jeden Fall. Beim nächsten Dungeon, das werden wir jetzt machen, da werden wir auf jeden Fall noch einen Herzcontainer bekommen. Ja, und wir müssen halt aufpassen. Die blaue Rüstung gibt es erst, glaube ich, im fünften oder vierten Dungeon. Und die Gegner sind relativ stark. Die ziehen mir auch sehr viel ab, wenn sie mich berühren. Und der hier Bomben wirft, der Golem da oder was das ist, der zieht auch ziemlich gut viel ab. Ich glaube, 2 Herze oder so. Also aufpassen, Leute. Was ist denn eigentlich hier drin? Ah ja, da war man noch nicht. Hallo Fremder, suchst du nach der goldenen Macht? Dann bist du zu spät. Sie gehorcht nur dem, der sie als erster berührt. Und der hat diese Welt erschaffen. Ein Spiegelbild seiner dunklen Seele. Oh ja, auch ich suchte einst nach der goldenen Macht. Und sieh, was aus mir und allen anderen geworden ist. Nur wer den jetzigen Beherrscher dieser Macht bezwingen kann, wird diese Welt erlösen. Der Bezwinger erhält dann die goldene Macht. Solange werde ich so herumlaufen müssen. Es ist unglaublich, was unsere Vorfahren hier hinterlassen haben. Triforce goldene Macht. Okay. Gut. Hier ist ein Geheimgang. Was haben wir denn hier alles? Erze? Okay, die nehme ich immer. Mein Fernseher flackert, aber ich mache jetzt gerade ein Let's Play. Denke ich, schalte mal einfach den Fernseher aus. So, dann stört es mich gar nicht. So, okay. Geh weg. Gibt's hier irgendwo eine Fee? Nein. Die Viecher sind auch gefährlich. Sehen zwar harmlos aus, aber ziehen 2 Herze ab. Also, wenn du die grüne Rüstung hast, ne? Wenn man die blaue Rüstung hat, sieht's ein bisschen anders aus. Genau, und wir können, wenn die Herze voll sind, jetzt so einen Strahl rausschießen. Sobald ein halber Herz abgezogen ist, geht es natürlich nimmer. So. Wie geht's denn hier weiter? Nee, das war so. Genau, hier lang. Ich schau, ich hab's schon fast vergessen. Okay. Dann glaube ich, müssen wir hier, also hier raus, ne? Wenn möglich.
Genau, da wäre jetzt eigentlich der Affe gekommen, aber das haben wir schon beim letzten Mal gemacht. Wir sind ja so weit gegangen, dass wir schon die Dungeon-Türe öffnen konnten. Der Affe wollte 100 Rubine, glaube ich, war es, haben. Die haben wir ihm einfach gezahlt. 10 Rubine wollte er davor nochmal haben, auf dem Weg. Ja, und genau, wenn man es ihm zahlt, ist gut und dann können wir auch weitermachen. Wenn man geizig ist und nicht zahlt, dann erreicht man das auch nicht. So, jetzt sind wir hier beim Dungeon, beim vierten Dungeon. Ist so ähnlich wie beim ersten Dungeon jetzt. Genau, ah ja. Okay, dann gehen wir runter. Ich glaube, hier irgendwo war ein Schlüssel bei unter so einem Ding. Okay. Auf die Dinger achten, die schießen sowas raus. Jawohl. Ah ja, da war der Schlüssel. Unser erster Schlüssel. Ich glaube, hier, wenn man den großen Schlüssel hat, war es das mit dem Hammer. Und der Boss hier, der ist schon schwierig, ne? Den musst du, da musst du die Maske mit dem Hammer draufhauen. Und der zieht dir auch relativ viel ab mit seinem Schwanz, ne? Und er schießt auch solche rote Feuerbälle. Also, jetzt werden schon die Bosse ein bisschen knickriger und schwieriger. Das ist auf jeden Fall klar. Aber gut, ich denke, das schaffen wir. Genau, also so wie dieses Viech hier quasi, bloß in groß, müsst ihr euch vorstellen. Ich glaube, hier war irgendwo ein Schlüssel. Nee, aber ein Knopf. Okay, wurscht. Ich glaube, hier geht's noch nicht weiter, erst später. Aber wir schauen nochmal runter, ich weiß es nicht mehr genau. Oder waren hier nur Feen? Okay, hier ist auf jeden Fall ein Portal. Mit einem Geheimgang, okay. Also hat sich doch gelohnt und ein Geheimtipp von Sahasrala. Stefan, hörst du mich? Ich bin es, deine Zelda. Ah, okay, das ist nicht Sahasrala. Dann müssen wir die andere Stimme nachsprechen. Stefan, hörst du mich? Ich bin es, deine Zelda. Ich bin in Schildkrötenfelsen oben auf dem Todesberg eingeschlossen. Ich weiß, dass du dein Bestes gibst, aber bitte, bitte, beeile dich. Ich warte auf dich ungeduldig. Okay. Mist, du Scheißviech. Okay, hier könnte man wieder zurück. Ist aber nicht unser Ziel. Boah, ich weiß noch, wo ich dieses Spiel das erste Mal gespielt habe. Und da müsste man diesen Geheimgang finden. Und das hat so lange gedauert, weil ich das einfach nicht gewusst habe. Aber gut. Dafür hat man hier Let's Plays. Genau, hier haben jetzt auch die Bödenrisse. Weiß ich nicht, ob man da runterfliegt oder... Okay, hat nichts gebracht. Okay, aber dafür ist der Geheimgang offen. Eine Option, ja. So. Ah, die Viecher sind hier mega scheiße. Die kann man hier noch so angreifen. So, ich glaube, hier die Risse, die sind bedeutungslos. Okay, der geht nicht. Aber ihr kennt ja meinen Trick mit dem Fass. Oh, der schießt diesmal. Vorsicht. Okay, nee. Das machen wir anders. Also da muss man ein bisschen präzise sein, was es hier angeht. Also vielleicht hier so schießen. Also schießen und dann in die gegengesetzte Richtung. Ist nicht einfach, aber... Gewohnungssache, gell? So. Dann gehen wir zum nächsten Raum. Den berennen wir. Scheiße, hat nichts geklappt. Hat nichts geklappt. Gutes Deutsch. Ist hier was? Nee. Okay. Genau, dann haben wir hier. Yeah, seht her die Karte. So, jetzt haben wir ein Problem. Wir haben noch nicht den Hammer. Oh, die Viecher sind auch scheiße. So. Okay, hier ist was. Ja, ein geheimer Gang. Okay, jetzt machen wir ein Bild wieder runter. Was haben wir hier? Okay, noch ein kleiner Schlüssel. Das ist gut. Die brauchen wir nämlich. Und... Also, wie gesagt, ne, ich habe es euch schon erklärt. Normaler Ton. Also,
Und das ist, also hier in dem Fall Riss, Holaton. So, dann Bombe und ich sollte mich beeilen, bevor mich die Quallen hier erwischen. Weil das macht keinen Spaß. Weil die zerteilen sich immer wieder. So, töten, töten, töten. Okay, das war nix. Also ihr seht, diese Viecher sind echt knackig hier. Okay, hier ist nichts mehr. Oh ja, geil, das hat sich gelohnt. Feen? Okay, ja, da, ich bin immer im Weg, ich weiß. Okay, das muss man anders machen. Bei manchen Zelda-Spielen braucht man das Netz nicht. Da nimmt man das einfach nur mit der Flasche, wie bei Ocarina of Time. Bei dem Zelda ist es so, ohne dem Netz kannst du eigentlich in deiner Flasche keine Fee aufbewahren. Ist einfach so. Das ist je nach Zelda-Spielen anders, ne? Zum Beispiel bei Breath of the Wild, da gibt es, glaube ich, keine Glasflaschen. Also, das ist auch... Das Breath of the Wild, das ist so eher auf Monster Hunter basiert, ne? Hat mir auch sehr gut gefallen, aber es hatte irgendwie auch nicht mehr so mit Zelda zu tun gehabt. Fand ich schade. Wiederum beim Remake von Zelda A Link's Awakening, das fand ich eigentlich klasse, was die da gemacht haben. Kannte ich aber leider schon die Geschichte, da ich das schon auf dem Gameboy damals durch hatte. So. Und... Ja, also es ist gewöhnungsbedürftig. Also es muss einem gefallen, wenn nicht, dann lasst es einfach sein, Leute. Aber ich mag die alten Zelda-Spiele mehr. Das Minish Cap war auch okay, aber das habe ich schon einmal durchgespielt. Und wenn man was schon durch hat, dann hat man das auch keine Lust mehr. So. Dann schieben wir das. Genau, irgendwo war hier so ein Ding mit so einem Riss. Und genau, das ist jetzt schon mein dritter Schlüssel. Genau, da müsste ich eine Bombe legen, runterfallen und dann kommt irgendwann mal der große Schlüssel, so viel ich das weiß. So, hier müssen wir rennen. So, und dann rüber. Aber ich glaube, das geht auch mit Normallaufen. Also, was haben wir hier? Oh, fuck. Geh weg. Geh weg! So, jetzt können wir uns entscheiden. Gehen wir da runter? Ich glaube, wir gehen erst da runter. So. Am besten, ihr schießt die Viecher immer gleich runter. Dann sind die auch weg. So, okay. Was haben wir hier? Okay, wie machen wir das? Erst hier auf. Dann rüber. Oder gehen wir erst runter? Na, okay, jetzt haben wir es schon geöffnet. Gehen wir jetzt erstmal darüber. So, jetzt bin ich gespannt. Ah, das ist auch so ein Ding, ne? Wie kommt man jetzt durch diese Tür? Habe ich lange gebraucht. So, aufmachen. Funktioniert nicht. So, schaut her. Die lassen sich überhaupt nicht schieben, die anderen. Nur der oben rechts lässt sich schieben. Ich glaube aber, dass wir noch nicht hierher müssen. Ich glaube, das ist so der Weg zum Boss. Nee, da müssen wir nicht hin. Das weiß ich. Gehen jetzt einfach mal. Okay. Oh Mann, ey. Der Rote hält echt viel aus, Leute. Den schießen wir aber jetzt weg. So wie bei Pokémon Pikachu, das Team Rocket Team in die Luft schießt mit seinem Donnerschock. Das ist ganz nice. So, ah ja, hier war das. Also, ich hätte ja... Okay, gut, wurscht. Auf jeden Fall hätte auch einfach außen rumlaufen können. So, also man braucht auf jeden Fall hier Bomben, sonst kommt ihr hier nicht weiter, Leute. So, hier müssen wir uns jetzt runterfallen lassen einfach. Oder wir... Lass uns runterfallen. So, hier ist auf jeden Fall die täuschen nur die Risse. Ist alles. Genau, bringt nichts. Ah ja, hier kommen wir hoch. Ich glaube, hier ist jetzt der große Schlüssel. Und was ist es? Der Masterschlüssel. Nein, der große Schlüssel. Der große Schlüssel, ja. Okay, jetzt springen wir wieder hier runter. Ich glaube, hier gibt es jetzt wieder einen kleinen Schlüssel. Genau. Oh nein. Was machen die jetzt?
Oh, die werden ja immer blöder, die Viecher. Ah, geht weg. Schnell weg. Ah ja, jetzt sind wir wieder hier. Wie viel Zeit haben wir noch? Okay, die Zeit ist, die geht immer schnell vorbei. Dann laufen wir hoch. Fuck. Stören! Die Viecher können wir noch nicht angreifen. Da brauchen wir Ping Ping, den Hammer. Donkey Kong, wenn Mario diesen Hammer hat. Ihr kennt es bestimmt. Und dann kann man viele Sachen töten. Mit dem Hammer. Genau. Bloß hier ist es nur, dass er es ganz normal macht. Also, hier müssen wir ganz schnell rüber. Auf jeden Fall. Ja, und schon haben wir verschissen, weil dieses blöde Viech mich dazu verhindert hat, darüber zu rennen. So, okay. Also nochmal, komm. Nein, 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 nein. Oh Mann, ey. Geht weg. Ach Mann, verdammt. Scheiß blöde Viecher. Eigentlich finde ich das überhaupt nicht lustig. So, Leute. Ich mache. Ja, genau, nein. Also noch einmal. Ah, ist das andere Viech jetzt Gott sei Dank getötet schon? Hä? Cool. Scheinen tot zu sein. Okay. Wieder ein Raum ohne Licht. Das ist auch blöd. Weiß jetzt nicht, ist hier eine Truhe oder nicht? Wie ist denn hier überhaupt? Okay, das besteht aus einem erster Stock und Kellergeschoss. Eigentlich relativ schlicht und einfach. Also, wenn man es auswendig weiß. Okay, wir kriegen Bomben. Das heißt, hier müssen irgendwo Risse sein. Alter, geh weg. Okay, ich hab doch... Hab mir schon gedacht, hier irgendwie muss eine Truhe sein. Ja, okay, gut, ein Schlüssel. Ah ja, okay. Verstehe. Und da ist die große Truhe gewesen, Leute. Oha, Alter. Wie viel die mir abgezogen haben. Yeah, du hast den Hammer erhalten. Ramme damit hölzere Pfähle ein und klopf auch mal andere Gegenstände. Okay, das werden wir machen. So. So. Genau, der macht dann diesen hier. Er klopft einfach mit dem Hammer am Boden. So. Und der Hammer ist stark. Der, also der zieht echt viel ab, Leute. Ich musste mal kurz was schauen. Okay, ich dachte, da geht's so nach rechts. Ich glaube aber, das war im nächsten Dungeon so irgendwie. Okay. Genau, der Beat von dem Dungeon hat sich jetzt auch verändert. Wahrscheinlich, weil es in der Schattenwelt ist. Geht weg. Genau. Und wie gesagt, was man als Dungeon im Gegenstand hat, das ist immer eine Vereinfachung, den Endboss zu besiegen. Genau, das ist sehr wichtig, Leute. So, jetzt können wir diese Viecher klopfen und angreifen. Zack. Tot. Klopfen, genau, angreifen, hopp, greif an, geh weg, du auch, genau, und den machen wir auch noch schnell platt. Eine Truhe, okay. Ich glaube, dieser Raum unten drunter, ich weiß nicht, der ist so sinnlos irgendwie. Oder? Nee, doch nicht, da ist eine Truhe. Mit Rubinen, okay. Kann man hier runter? Wahrscheinlich nicht, da... Ja, genau. Und wir verlieren noch ein Herz. Super. Okay. Genau, das war so. So ist es am einfachsten, weil sonst habt ihr ein Problem. Genau, und das ist das, was sinnlos ist. Dieser Raum hat definitiv einfach nichts gebracht. Ah, fuck, jetzt, wieso laufe ich da einfach raus? Und
Ich hasse das. Ich habe das immer gehasst, sowas. Aber gut. Da waren jetzt die Gegner nicht. Links oder rechts? Links oder rechts? Ene, mene, meste. Nee, Quatsch. Machen wir jetzt nicht. Wir laufen einfach nach rechts und runter. Ah ja, genau. Okay. Diese Viecher dürfen mich... Die Rubine kann man immer gebrauchen. Merkt euch, Geld. Geld ist wichtig. Geld ist schön und wichtig. So, was haben wir hier? Yeah, noch ein kleiner Schlüssel. Pfeile. Okay. Weiß ich jetzt nicht für was. Ich meine, wir können zweimal sterben. Und das macht nichts. Denn wir haben zwei Feen. Ja, genau. Genau. So. Jetzt waren wir so ziemlich überall. Jetzt müssen wir wieder hier runter. Also hier. Nehmen wir mal die Ecke an. Hier. Und dann hier hoch. Und dann kommen wir zu dem Boss. Boss-Türe. Sieht schwierig aus. Ist es aber überhaupt nicht, Leute. So. Jetzt muss ich aber... Mist, du blödes Teil. Bisschen Gas geben, weil... Genau, da gibt es einen Trick. Wirbelattacke, einfach nur Gehalt halten, ohne loszulassen und rüberspringen. Bis die halt mal okay oder auch nicht. So, die bringen mich jetzt um. War ja klar. Komm, Hilfe belebt mich. So Leute, und weg mit euch, Alter, ihr Scheißviecher, echt. Das bringt ihr mich auch um, ey. Okay. So. Okay. Ich hoffe, hier sind Herze. Und tatsächlich. Geil. Aber gut, kann man sich denken, ne, dass da Herze sind. Okay, wir sind jetzt schon fast beim Boss. Schauen wir mal, ob wir den überhaupt schaffen, weil jetzt ist schon wieder eine Fee weg. Ich habe noch so ein magisches Ding. Also so einen magischen Trank, ne? Der heilt auch ziemlich die Dinger auf. Ach so, ja. Hat er mir deswegen die... Boah, du, boah, war das knapp, Leute, ey. So ein Arsch, echt? Stirb! Blöder Wichser. Boah, ich hoffe... Ah ja, oh Gott, oh, ich dachte jetzt schon, ich muss zurück. So. Und, also, wo ich das noch als Kind auf dem Advance gezockt habe, also damals hatte das ein Kumpel auf der Super Nintendo, da habe ich Zelda noch nicht so gecheckt. Ich habe erst so mit Game Boy Color Spiele von Zelda angefangen, Age und Seasons. Dann habe ich das auf dem Advance gehabt und dann, das hat lange gedauert. Ich habe gemacht, geforscht, dann muss man den hier machen. Man muss das Pfeil ins Auge schießen, dann bewegt sich die Wand. Langsam auf, so wie ihr das seht. Funktioniert das? Und wir kommen weiter. Denn ich habe auf der Karte damals geschaut. Hä, das kann doch nicht sein. Da gibt es doch irgendwie eine Treppe oder so. Irgendwas muss man da machen. Ich bin mir safe sicher. Das habe ich gemacht, getan. Und das hat stundenlang gedauert. Hä, ich habe keinen Bock mehr. Und dann mache ich doch den Advance an, den Advance SP. Und natürlich, wir müssen hier... einfach das Pfeil ins Auge schießen. Hört sich logisch an, ja? Okay, Leute. Ja, wir haben jetzt bald den... also, wir sind jetzt bald beim Boss. Bin ich sehr zufrieden. Okay, wieso bräuchte der jetzt so viele Schläge? Eigentlich immer zwei Schläge und dann tot. Oh, nee. Okay. Das sind jetzt ganz, ganz viele Viecher.
Wow, 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 geht weg. Wow. Ja, gut. Im Dunkeln ist es schon. Ah, okay. Sorry, Leute, ich muss mich hier echt konzentrieren gerade. Wow, 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 wow. Direkt neben mir. Hm? Stirb! Yeah, okay. Jetzt hat sich die Türe geöffnet. Wir machen jetzt hier noch schnell die Flammen auf. Was eigentlich nichts bringt, weil wir die Viecher schon getötet haben. Okay, hier müssen wir die Flammen aufmachen. Weil ich glaube, dann verschiebt sich das hier. Schauen wir mal, wie war denn das nochmal? Hier? Hier? Nee, auch nicht. Hier? Ja, hier war's. Okay. So, und jetzt schaut mal, wo ich bin. Genau, ich bin jetzt hier mittendrin. Okay. So. Wird Stefan Nintendo den Boss besiegen? So, 26 Minuten sind schon vorbei, aber das macht nichts. Ich werde erst den Boss besiegen. Und dann werdet ihr sehen, was wir dann bekommen nach dem Boss. So, okay. Also, ihr, oben hat er einen Schwanz und er schießt Feuerbälle. Also, Vorsicht auf die Feuerbälle. So, und jetzt, normal schießt er immer mit seinem Schwanz. Also, ihr geht hin, immer hämmern auf seine Maske. So, genau. Also, der Schwanz ist auch richtig gefährlich. Der zieht auch viel ab, glaube ich. 2 bis 3 Herz, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Also, ihr seht, das dauert ganz schön lang, weil mit dem Schwert bringt es nichts. Mit dem Schwert bringt es nichts. So. Der hat mir jetzt 2 Herzen einfach abgezogen, wie ich ihn berührt habe. Der ist echt gefährlich. Ich sag ja, mit der grünen Rüstung. Boah, okay, die Maske ist ab. Jetzt können wir ihn ganz normal erledigen. So, jetzt läuft er noch schneller. Boah, scheiße. Jetzt kriegt er erstmal eine Wirbelattacke. Oh, scheiße, nicht getroffen. Aber jetzt, zack. Na? Immer noch so Großmaul? Okay. Boah. Mist, der hat mich erwischt. Was? Okay, warte. Ich muss auf jeden Fall. Boah, okay. Hat er mich jetzt gleich getroffen, nachdem ich. Boah, das kriegst du jetzt zurück. Boah, Mist. Wieder nicht getroffen, die Wirbelattacke. Ja, aber ich habe ihn getötet. Ha, explodiere! Du Mistviech! Denn ich habe einen Herzcontainer bekommen und schaut her, es sind jetzt keine Amulette mehr, es sind Kristalle, in dem die Frauen drinnen sind, von dem Prinzessin Zelda gesagt hat, wir müssen 8 Stück von den Frauen befreien und eine davon ist Prinzessin Zelda, aber die ist die letzte natürlich. So, jetzt berichtet uns eine Frau was und sie erklärt uns alles. Stefan, ich danke dir. Durch dich konnte ich den grausamen Monster entrinnen. Einst war dies das goldene Land, wo sich das Triforce die goldene Macht befand. Doch als Ganon, der Anführer der Diebe, sich diese Macht zu eigen machte, verwandelte er das goldene Land in die Schattenwelt. Nun will er Hyrule erobern. Mit unseren Kräften hat er das Siegel am Tor nach Hyrule gebrochen. Doch das Tor ist noch nicht ganz auf. Wir haben noch eine Chance. Wir 7 Mädchen, allesamt Nachfahren der Weißen, können gemeinsam den Zutritt zu Ganons Versteck öffnen. Ich sage dir nun, wo die anderen Mädchen festgehalten werden. Mit dir wird es uns gelingen, Ganon zu bezwingen. Dann kann ich wieder ich selbst sein. Hast du alles verstanden? So. Ihr müsst auf jeden Fall Ja drücken. Wenn ihr das hier drückt, nicht alles verstanden, erklärt sie euch das nochmal alles. Ich glaube nicht, dass ihr das wollt. So, ja. Möge der Weg des Helden zum Triforce führen. So, jetzt macht der Wirbelattacke, hebt das Schwert hoch und freut sich. So wie es sich gehört. So, genau. Dann haben wir hier, also ich verschieb mich wieder. Hier.
dieses Ecke. Da leuchtet ein Kristall und davon brauchen wir jetzt noch 7 Stück. Okay, genau, jetzt haben wir schon 10 Herze. Unglaublich, Leute. Das geht echt schnell. 30 Minuten sind schon vorbei. Okay. Ich möchte aber nicht hier aufhören, weil das sieht irgendwie so blöd aus, diese Stelle. Ich möchte erst raus. Ist halt einfach so. Ich möchte raus hier. Und weil mir die Stelle fürs Ende einfach nicht gefällt. Ist doch mein Recht, oder? Ah, ich mache nur Spaß, Leute. Ja, immer mit Humor nehmen, was ich sage. Aber wer es nicht tut, der soll sich auch meine Videos nicht anschauen, ganz ehrlich. Dann soll er sich einen anderen Let's Player anschauen. Davon gibt es ja reichlich von den Let's Playern. Alter, der zieht mir 2 Herze ab. Komm, geh weg. Alter, nein. Alter. Ah, ich will noch was schnell machen. Boah, die kommt jetzt gerade sehr richtig. Die kommt richtig. Ich glaube, ich will doch schnell einen Herzcontainer, sage ich schon, ein Herzteil holen. Genau. Das ist aber auf der anderen Seite. Boah, wird Zeit, dass ich die blaue Rüstung endlich hole. Dauert leider noch, aber im nächsten Part werde ich werde ich nicht. Muss ja erst zum zweiten Dungeon. Ich glaube, das ist das mit dem Wasser, mit dem Sumpf. Okay. Was war hier nochmal drin? Ah ne, unwichtiges Geschmarri. Will mir einen Geheimtipp geben, aber ich weiß das. Okay. Jetzt können wir endlich hier. Cool, gell? Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte den Spiegel nämlich. Okay. Was war hier drin? Hier ist Gott doch kein Herzteil drin, oder? Nee, aber ganz viele Feen, die kommen gut. Werden gleich 2 Stück eingesammelt. Okay, nee, die geht nicht mehr rein. Okay. Naja, Leute. Dann war doch kein Herzteil, leider. Habe ich nicht mehr gewusst. So. Also, wem es gefällt, Daumen hoch. Wem es nicht gefällt, Daumen runter. Und ich freue mich aufs nächste Mal zum nächsten Part. Stefan Nintendo auf YouTube und abonniert meinen Kanal. Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüssi.